Einmal zu früh auf der Autobahn oder auf der Straße durch frische Fahrbahnmarkierungen gefahren und schon kann das ganze Auto voll sein. Das Zeug klebt richtig. Wie es entfernt, zeigen wir in diesem Video. Sieht auf den ersten Blick aus wie Schmutz, ist aber frische Fahrbahnmarkierung oder mittlerweile nicht mehr frische. Sie war frisch beim Durchfahren, hat das komplette Auto auf beiden Seiten einmal vollgespritzt und das klebt tatsächlich. Durch die Wäsche kriegen wir es nicht ab, das seht ihr. Das Auto ist schon gewaschen, also Schritt 1, Auto waschen. Knete hat leider auch nicht funktioniert und dann gibt es noch eine Methode, wie ihr vorgehen könnt. Die ist müßig, stinkt, deswegen auch die Belüftung erfordert eine Maske, aber funktioniert hervorragend. Wie das geht, zeigen wir dir jetzt. Bleibt dran. Besonderes Modell wollten wir natürlich auch mal ein bisschen Aufmerksamkeit gönnen, deswegen geht es jetzt los. Ihr seht die ganze Fahrbahnmarkierung und ihr braucht dafür das Kochchemie Eulex, ein relativ starkes Lösungsmittel, was aber in der Lage ist, diese ganzen Fahrbahnmarkierungsspritzer gut zu entfernen. Ihr nehmt einfach ein weiches, am besten neues Tuch, damit ihr wenig Kratzer verursacht. Durch das Lösungsmittel werden eventuell Kratzer verursachen. Tragt das Eulex ein bisschen auf, lasst es kurz wirken, wenige Sekunden und wischt dann nochmal mit einer sauberen Seite nach und geht da so lange vor, bis die Fahrbahnmarkierung weg ist. Wie gesagt, sehr müßig, teilweise auch mit kleinen Stäbchen, also mit allem, was ihr halt braucht, um dort die Fahrbahnmarkierung zu entfernen. Wichtig ist wirklich regelmäßig Produkt nachgeben, das Tuch gut benetzen und nicht zu trocken wischen, weil wir wollen das ja nicht abkratzen, sondern wirklich chemisch lösen und dann vom Lack nehmen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein, aber dann funktioniert es. Es ist erledigt, es ist vollbracht, es hat eine Weile gedauert. Die Oberfläche ist wieder sauber und einmal überpoliert, Fahrbahnmarkierung ist runter. Passt am besten darauf auf, wenn ihr seht, dass da frische Fahrbahnmarkierung ist, nicht die Spur wechseln oder sofort, sobald die noch nicht trocken ist, entfernen, wobei das wird meistens nicht funktionieren. Ja, es geht aber rückstandsfrei ab, es geht ohne Schaden ab, deswegen keine Angst davor, einfach nachmachen. Viel Spaß dabei, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein!